neue Messe, neue Campervans und für uns hoffentlich diesmal Glück. Wir nehmen euch wieder mit auf eine Campermesse und dann kommt mal mit, wir zeigen euch mal, was es Neues gibt. Ja, auch einmalig auf der Messe der Robeta Schumacher Edition. Ja, hat ein Hochdach, ist aber aus einem Guss. Ja, VW Sprinter Basis. Ne? Ja, hat ein super tolles Design. Ja, die Lounge ist hier mal anders konzipiert wie bei anderen Fahrzeugen. Ne? Das heißt, man kann hier rausgucken. Ja, kann auf dem Tisch sitzen. Macht die Tür hier auf und hat einen schönen Blick. Auch das Licht ist richtig toll gemacht, ne? Ja, guck mal die Decke an, das Dekor. Ja, das ist ein Hubbett, was man runterfahren kann. Ja, wo man dann drin schlafen kann. Also wunderbar gemacht. Ja, der Tisch auch wieder verstellbar nach vorne und zurück in die Schienen hier. Beziehungsweise kann man den runterstellen. Und auch die Seiten sind hier abklappbar. Ja, sodass man auch einen kleinen Tisch hat. Ja, sodass man ganz flexibel da aufstehen kann. Ja, für den Hund ist auch gesorgt. Ja, ist das Hundebett da vorne. Ja. Ja, tolle Küche. Ja, mit einem Induktionsfeld. Ja, richtig tolle Armaturen und viel Schränke. Ne, und ein tolles Holzdekor da oben. Ne? Ja, man sieht schon da hinten das Badezimmer. Ja, wie toll das gemacht ist. Hier sieht man nochmal das Hubbett, ne? Genau, hier sieht man nochmal das Hubbett, wie es runterfahren kann. Ja, und kostet hier auf der Messe 279.990 Euro von Ralf Schumacher. Ja, und hier können wir uns nochmal von hinten anschauen, das ist ja das Badezimmer. Genau, wenn man die Tür aufmacht. Ja, hätte man auch eine gute Belüftung, ne? Wenn man die Tür aufmacht und dann Badezimmer, ne? Mhm. Ansonsten hat man hier natürlich ein bisschen weniger Stauraum als bei den anderen Fahrzeugen. Ne? Aber trotzdem hat man ein paar Fächer, also gut gemacht. Vielleicht kann man hier mal seine Koffer oder so bestellen. Ja. Ja, ein schönes Fahrzeug. Ne? Hier auch tolle Beleuchtung mit dem Logo. Robeta Schumacher Edition. Das ist mein anderes Fahrzeug, ne? Genau. Und vor allem auch in Schwarz gehalten. Ja. Ne? Also schön. Richtig toll gemacht. Da oben auch nochmal ein Dachfenster. Ja. Und die Tür da hinten zum Badezimmer kann man auch schließen. Also tolles Design mit tollem Beleuchtungskonzept. Ja, schaut euch den mal an. Hier auf der Messe Robeta Schumacher Edition.